Hallo, ich bin Ralf Pautitz vom Autohaus Burmeister und möchte euch heute wieder mal einen interessanten Gebrauchtwagen vorstellen. Wir haben hier heute ein Mazda CX-5 in einem dezenten Blaumetallic. Bei diesem Auto handelt es sich um einen 2-Liter Benziner mit 165 PS. Das Auto ist aus Februar 2015 und hat 93.500 Kilometer gelaufen. Das Fahrzeug verfügt über Nebelscheinwerfer, Parkdistanzkontrolle vorne und auch hinten, was wir nachher noch sehen werden. Ja, steht auf 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Und wenn man sich das Auto mal so von der Seite anschaut, SUV, erhöhte Sitzposition, die Planken unten und an den Radhäusern in anthrazitfarbenen Kunststoff abgesetzt. Das Fahrzeug hat Wärmeschutzverglasung und ab der zweiten Tür ringsrum ist er nochmal zusätzlich dunkler eingetönt. Die Antenne auf dem Dach ausgelegt in Form von Haifischflosse. Ja, und wenn wir uns das Heck von diesem CX-5 anschauen, sehen wir Doppelrohrauspuff rechts und links. Und hier haben wir wieder unser Parkdistanzkontroll. Das Fahrzeug verfügt über einen recht praktikablen Kofferraum. Auch bei diesem Auto haben wir die Möglichkeit, geteilt die Rücksitzbank umzulegen, können das von hier vom Kofferraum auch aus fernbedienen. Die Gepäckraumabdeckung und das Trennnetz schwingen mit, können aber auch bei Bedarf, wenn wir größere Gegenstände transportieren wollen, umgelegt werden bzw. entfernt werden. Hier im unteren Bereich unterhalb des Kofferraumbodens haben wir dann das Reifenreparaturset und noch diverse andere Möglichkeiten, Kleinigkeiten unterzubringen, damit wir trotzdem das dabei haben, aber einen aufgeräumten Kofferraum, ohne dass hier einzelne Dinge durch die Gegend fliegen. Ja, ich sag mal, kommt mal mit rein. Wir gucken uns mal die Innenausstattung von diesem Fahrzeug nochmal mit an. Und schauen mal, was wir hier noch so geboten bekommen. Ja, wir sind jetzt im Innenraum des CX-5. Bei diesem Fahrzeug haben wir auch in den Türen elektrische Fensterheber vorne und hinten, die Bedienung für die Spiegel elektrisch verstellbar, aber auch anklappbar. Das Fahrzeug ist ausgelegt mit Lederlenkrad mit Multifunktion. Hier die Bedienung für die Geschwindigkeitsregelanlage auf der anderen Seite. Für die Freisprecheinrichtung und das Radio. Hier haben wir auch die Möglichkeit, das Lenkrad anzupassen und in zwei Ebenen einzustellen. Im oberen Bereich hier haben wir auch einen automatisch abblendbaren Innenspiegel und den Regensensor hier vorne an der Frontscheibe. Oben haben wir dann die Beleuchtung, Brillenfach, aufgeräumtes Cockpit mit einem Display. CD, Radio, Freisprecheinrichtung und Navigationssystem werden wir hier drüber wiederfinden. Eine Etage tiefer dann die Klimaautomatik, separat für rechts und links einstellbar. Das Fahrzeug verfügt über Sitzheizung. Hier sind die Bedienelemente für die beiden Sitze. Zu den Sitzen muss man sagen, Fahrersitz in der Höhe verstellbar. Beide Sitze sind mit verstärkten Elementen, sodass ich eine relativ gute Sitzposition und einen guten Seitenhalt vorfinde. Wie eingangs erwähnt, als Schalter ausgelegt mit Sechsgang-Schaltgetriebe. Hier haben wir auf dem Mitteltunnel nochmal ein Bedienungspanel, wo wir im Prinzip von hier aus auch Dinge bedienen können, die wir hier wiederfinden, wie Ansteuerung der Freisprechanlage. Oder zum Beispiel des Navigationssystems. Wir haben hier noch Getränkehalter, Mittelarmlehne, auch mit Ablagemöglichkeiten. Ja, wer Gefallen findet an so einem SUV von Mazda CX-5, ist gerne eingeladen, dieses Auto bei uns bei einer Probefahrt zu erleben und sich selber einen eigenen Eindruck zu machen. Ich kann nur sagen, ihr seid herzlich eingeladen. Wir würden uns freuen, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.